Ups. Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Twice. In dieser Folge will ich jetzt halt die Lava hier oben upgraden, da wir schon das letzte Mal, also offscreen, noch drei weitere dran gesetzt und dann hier drüben auch noch etwas probiert. Und jetzt halt probieren wir mal das Ganze zu kombinieren, weil hier ist jetzt das Problem: jedes Mal, wenn die abläuft, laufen die 6 Minuten, dann wird das einmal aktiviert. Somit pumpt er einfach alles raus, auch was unten drin ist, und hört nicht auf, wenn halt das hier oben leer ist. Deshalb möchte ich das komplett weglassen mit den Dispensern und möchte es mit Floodgates bauen. Jetzt muss ich bloß schauen, wie ich das am besten mache und das halt am schönsten funktioniert. Bauen wir erstmal alles ab. Das alles kann weg. Hier nehmen wir die Axt schnell, damit es schneller geht. Die hier, hoffentlich funktionieren die mit der Pickaxe. Ja. Die hier kann ich auch wegmachen. 4-4 passt. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, das Ganze. Das kann komplett weg. Weil die ganze Mechanik hier, das hat ja bloß, war bloß dafür da, damit, wie sagt man, damit die Eimer immer weitergesetzt werden, also rausgeschmissen werden, die leeren, und dass immer ein voller dann wieder vorne liegt, beziehungsweise dann ausgeleert wird. Deshalb hat man die ganze Mechanik gebraucht. Und jetzt halt mit dem Floodgates brauche ich ja das alles dann nicht mehr. Jetzt ist wieder alles raus. Ist ja egal erstmal. Die zwei Kisten hier stapeln sich nicht, weil das einmal die normale ist, einmal die Trap Chest. Weil wenn man ja zwei gleiche nebeneinander hat, jetzt kann ich schlecht zeigen, weil ich keine mehr habe, dann kann man ja hier daneben nicht nochmal dieselbe setzen. Nimmt man aber dann die andere, dann kann man die nebeneinander setzen, weil die sich nicht verbinden können. Somit habe ich es halt geschafft, dass ich vier Kisten nebeneinander gesetzt habe. Können eigentlich die ganzen Sachen weg. Das hier, das brauche ich alles nicht mehr. Das nicht mehr. Den Rest habe ich alles hier drüben, was ich eigentlich noch brauche. Es funktioniert jetzt so einfach. Hier habe ich den Timer eingestellt auf 60 Sekunden. Also momentan, damit ich halt schauen konnte, eine Minute. 60 Sekunden. Den stelle ich halt dann wieder auf 6 Minuten. Der gibt ein Signal dann aus. Kurzzeitig, das musste ich hier invertieren. Mit der Redstone Torch habe ich das gemacht. Weil solange das Signal anliegt, sind die geschlossen. Ist das Signal weg, lassen die raus. Jetzt muss ich die aber erst abbauen, bevor ich das Signal wegmache, weil sonst habe ich unten wieder die ganze Lava rumliegen. Und das Ganze kann ich leider nicht ganz so bauen, wie ich es hier vorgebaut hatte. Weil die Floodgates machen alles voll, auch oberhalb, und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie ich das machen kann mit bloß einem Floodgate. Machen wir das alles weg. Da wird einfach Strom angeschlossen über einen Tesseract an einem Lava Fabricator und das halt reinleiten lassen in die Tram. Okay. Dann schauen wir mal. Ich möchte. Na, eigentlich brauche ich schon vier Floodgates. Damit auch überall bei jeder Blume dann eins ankommt. Weil jetzt war immer das Problem, dass teilweise hat eine Blume von dem daneben was genommen. Und dann hat das nicht so ganz funktioniert. Deshalb gehe ich her und baue die alle so etwas einzeln auf. Also dass immer ein Block dazwischen frei ist. Okay, dann wie mache ich weiter? Hole ich mir am besten Glas, damit das funktioniert. Glas. Glas nehme ich hier, um die Floodgates einigermaßen einzubauen. Und die Blumen. Also es soll dann so funktionieren, da, hier, hier überall, da brauche ich nochmal was,
Hier kommen die Floodgates hin. Wenn ich jetzt dahinter noch was setze. Na, dahinter brauchst du eigentlich nichts. Weil da werden die Ding angeschlossen. Die sind nur auf Insert. Da brauche ich jetzt gleich nochmal ein paar. Ja, drüben war es etwas kompakter, bloß da war ich halt nie hundertprozentig sicher, dass das dann ein Lavablock pro Ding ankommt. Da konnte ich nie hundertprozentig sicher sein und jetzt halt hoffentlich schon. Das wird sich aber dann halt noch zeigen. Da und da noch einmal. Dann brauche ich noch. Dann nehme ich am besten die. Na, ich weiß nicht, ob das mit denen funktioniert. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich die invertieren kann, wenn ich die Conduits hernehme. Conduit. Die Insulated Redstone Conduit. Wenn ich die hernehme, ob das dann funktioniert. Ja, ich mach's erstmal mit dem normalen Redstone, da weiß ich, das funktioniert alles. Da kann es aber sein, dass ich halt. Nehme ich Stein noch mit, weil auf dem Glas kann ich ja kein Redstone verlegen. Das hier, da einmal, da. Da brauche ich eigentlich nicht mehr, wenn ich hier vorne anfange. Dann mache ich das noch weg. Lege jetzt hier das ganze Redstone. Mache hier gleich das zum Invertieren des Blocks. Also des Signals, damit die Floodgates immer geschlossen sind. Bring das jetzt hier an. Die Turm. Extract always. Passt. Hier oben das einmal. Und jetzt, bevor ich das hinsetze, muss das so. Passt. 2 Sekunden ist zu wenig. Jetzt flippt er völlig aus. Ja, Millisekunden bringen gar nichts. Jetzt hat 1 Sekunde weg und. Ach so, jetzt komme ich damit. Der konnte es nicht machen, weil er kann nicht bis runter auf 0, sondern nur 0,2. Jetzt mache ich einfach mal 30 Sekunden bloß kurz und schließe den an, damit ich schauen kann, ob das vom Signal her reicht, dass immer genau ein Lavablock rauskommt. Wenn ja, dann kann ich es ja hochstellen auf 6 Minuten. Okay, das war zu wenig. Okay. Jetzt hat. Dann brauchen wir noch einen Repeater. Habe ich da noch einen? Ja. Ich habe es auch mal mit dem Repeater probiert. Komischerweise beim letzten Mal, wo ich es probiert habe, da hat es ohne funktioniert und jetzt brauche ich auf einmal einen. Schon komisch. Den Repeater mache ich jetzt einfach mal auf maximale Stufe. Etwas viel. 12 Sekunden, dann sehe ich ja, ob es funktioniert und dann mache ich einfach bloß hier den Redstone kurz weg. Das hat jetzt genau ausgereicht, damit überall, na, die Blume nicht. Komisch. Brauche ich vielleicht nochmal einen Repeater und stelle den auf 1 oder 2 Ticks. Das soll halt muss genau ausreichen, dass ein Block ein Lava-Block gesetzt wird. Repeater. Da haben wir ihn. Ah, genau. Jetzt geht es um eine Torch nicht auf. Repeater. Wo ist er denn jetzt hin? Das ist hin und wieder nervig mit dem Inventory-Tweaks, dass das hin und her springt. Ist zwar ein super Mod, ohne den bräuchte man nie wieder. Also wenn es den nicht gäbe, bräuchte man kein einziges Modpack spielen, weil das wäre einfach unmöglich mit den ganzen Sachen. Oh, klasse. Jetzt hat.
Da will ich hin. Ja, da kann ich nichts setzen, war ja klar. Setzen wir jetzt hier noch mal eins, ne? Muss ich warten, bis die weg sind oder das Mana oder ich baue sie schnell ab. Ist jetzt wieder Setz. Immer noch nicht abgekühlt. Mist. Setzen wir schon mal den Mana-Spoiler. Und richten die ganz kurz aus auf hier. Na, die richte ich jetzt einfach alle ganz auf das da aus. Hierhin, hierhin. Die sind auch leer. Hä? Sind die mit nichts verbunden? Ja, du sollst hier drauf. Ja. Jetzt den hier drauf. Passt. Den hier drauf. Jetzt hat. Okay, jetzt hat sollte es funktionieren. Ja, ist mir jetzt zu blöd, dass ich da ewig warte. Jetzt probieren wir jetzt einfach mal aus, dann sehe ich es ja bei dem einen, ob es dann funktioniert. Naja, mehr oder weniger sehe ich's. Obwohl die anderen haben wieder nichts ausgegeben als, oder? Oder die waren gleich wieder so schnell weg. Ja, das sehen wir ja dann. Okay, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.